I'm my own animated, I'm your favorite reference, baby. Call me Gabriel, you're so inspired. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sims 4 Legacy Challenge. Ich habe einen Ohrwurm von CharlieXX. Und wir spielen wieder Sims 4. Juhu! Aber nur ganz kurz, denn es ist schon spät. Aber ich habe Bock drauf. Unseren Kindern geht es irgendwie nicht so gut. Hi Terry. Ja, ein bisschen vom Schlafen gehen. Also, unserem einen Kind, dem Niklas, dem geht es gar nicht gut. Dem geht es überhaupt nicht gut. Der ist traurig, weil er ist zu lange wach. Er hat auch Einsamkeit und er hat in die Windel gekackt. Naja, unserem zweiten Kind, dem Tobias, dem geht's auch nicht so gut. Der ist nämlich auch schon viel zu lange wach und ist traurig. Dem Vater Nummer 1, dem geht's eigentlich auch gar nicht gut. Er hat Hunger und er ist einsam, aber er fühlt sich sehr kokett, denn er hat Bock auf Flirten und er hat ein Baby bekommen. Und der zweite Dad ist gerade dabei, ins Bett zu gehen. Ja. Das heißt also, die Care-Arbeit bleibt mal wieder beim anderen Partner hängen. Und so soll es auch sein. Bring das Kind mal ins Bett. Huch. Wie geht's dir? Mir geht's super. Niklas helfen, Essen zu probieren. Zerdrückte Zitrone, Kürbispüree, Reisbrei, Süßkartoffelpüree. Ach du Scheiße, es ist so viel. Was dürfen denn Babys überhaupt essen? Haferflocken. Hat denn... Also das Kind, was gerade im Bett liegt, hat... Oh, Junge. Ich krieg jetzt schon Aggression, wenn ich diese schreienden Kinder höre. Aber er muss schlafen. Kannst du nicht irgendwie spielen... Kannst du das Kind nicht irgendwie ins Bett bringen, dann nachdem du das Kind mit Essen versorgt hast? Ins Gitterbett legen. Na, das Kind sieht doch mal glücklich aus. Und mag das Kind jetzt Haferflocken oder nicht? Also in erster Linie musst du es auch ins Bett irgendwie. Also du solltest es danach ins Bett legen, bitte. Auch Windelwechsel natürlich erstmal. Logisch. Und dann ins Bett. Bitte. Kümmer dich doch mal um dein Kind. Das Kind kümmert sich selbst, aber es ist immer noch traurig. Oh Junge, jetzt mach doch mal das Kind ins Bett. Junge! Okay. Er steht lieber einfach rum und macht nichts, während das Kind schreit. Junge. Mach doch was. Wechsel seine scheiß Windel. Die ist voll gegackt. Jetzt ab ins Bett. Und das andere Kind schreit auch. Ab ins Bett. Ins Gitterbett legen. Ach, scheiße, ey. Also Kinderbetreuung ist in diesem Spiel echt beschissen. Und dann haben wir auch noch das Glück gehabt, dass wir Zwillinge bekommen haben. Ist das nicht einfach schön? Oh Mann, Leute, ich sag's euch. Also Zwillinge zu bekommen, ist vielleicht im echten Leben besser. Aber oh Gott, jetzt ist das Kind auf dem Boden eingeschlafen. Bitte bring das Kind einfach ins Bett. Bitte bring einfach das Kind ins Bett. Du fühlst dich gerade sehr inspiriert. Aber bitte bring das Kind ins Bett. Denn sie müssen beide schlafen. Leg das Kind ins Bett. Was ist denn mit dir? Alter, jetzt reicht's. Also langsam reicht's. Jetzt krabbelt das Kind weg. Jetzt haut's ab. Jetzt fütter das Kind mit der Flasche. Und dann legst du es bitte ins Bett. Jetzt. Jetzt sofort ins Bett legen. Nachdem du es gefüttert hast. Und du schläfst. Ich mache drei Kreuze im Keller, wenn diese scheiß Kinder erwachsen sind. Denn ich bin
fed up. Ich bin fed up mit diesen Kindern. Ja, bye bye, jetzt schlaf. Und du kannst jetzt mal, weil du bist ja ein Vater, du kannst jetzt mal diese Windel aufräumen. Alter, Digga, ich habe keine Mülltonne, ich kann nichts wegwerfen und hier ist alles vergammelt. Oh no. Koch einfach was, bitte. Du hast nicht genug Geld. Ich habe kein Geld. Wo ist dein ganzes Geld hin? Jetzt heult das Kind schon wieder. Wieso habe ich kein Geld? Ich habe kein Geld. Ich habe null, null Simoleons. Null, null, null. Jetzt habe ich wieder 412. Jetzt habe ich genug Geld für eine Mülltonne. Denn scheinbar habe ich keine Mülltonne. So. Na, räum mal schön auf. Aufräumen, aufräumen. Gartensalat fortsetzen. Wegwerfen. Die stinkende Windel liegt auf dem Boden. Alter, was für eine Messi-Bude ist das denn, Alter? Ja, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass ich Zwillinge bekomme. Also ich bin schon mit einem Kind überfordert. Mit zwei Kindern ist es noch schlimmer. Wie viele Tage muss ich denn das aushalten? 4 Tage nur, zum Glück. Alter, ich dachte, dass ich noch länger aushalten muss. Aber zum Glück altern die Kinder schnell. Das ist ein bisschen Trost. Bist du schon... Wann musst du arbeiten? In 3 Stunden, okay. Und du hast Elternzeit, oder? Ja, gut. Boah, ist das schwer. Das ist richtig Pro-Gameplay hier. Du bist mittlerweile schon ausgeschlafen genug. Du kannst jetzt eigentlich echt aufhören. Und du kannst die Windel wegschmeißen, die da schon seit einigen Stunden auf dem Boden rumliegt. Und die Kinder schlafen noch. Die bleiben auch weiter schlafen. Heiß, boom, please. Dann kannst du eigentlich mal... Ja, was kannst du machen? Ich habe leider das Einzige, was dir Spaß bringt, verkauft. Oh! Du kannst Pflanzen verkaufen. Unser Bauernhof ist fertig. Let's go. Mach das mal. Verkauf die Pflanzen. Muss ich auch was gießen? Ne, gießen muss ich nicht. Aber ich kann einfach alles verkaufen. Mega Verkauf. Krass. Okay. Verkauf mal alles. Jetzt kommt Geld rein. Jetzt kommt Geld in die Scheiße rein. Let's go. 80. Alter, geil. Unser Bauernhof macht jetzt schon Gewinn. Haha. Verkauft er jetzt nur diese Pflanzenart oder verkauft er wirklich alle Pflanzen? Schaut euch das an, wie die Kasse klingelt. Er verkauft einfach alles. Alter, wie viel Geld ich mache mit diesem Bauernhof. Geil. Geil. Jetzt gehst du mal pinkeln. Und du bist viel zu müde, um eigentlich zur Arbeit zu gehen. Aber ich glaube, ein Kaffee wird dich helfen, wird dich retten. Definitiv. Eine Portion nimmst du dir danach, nachdem du mit dem Verkaufen fertig bist. Und die Kinder schreien schon wieder. Stopp. Das Kind hat Probleme. Das Kind hat Probleme. Was hat es denn? Es ist traurig, weil es aufgewacht ist. Ja, das... So geht's mir leider auch. Kannst du das Kind bitte mal aus dem Bett befreien? Also irgendwie Niklas rauslassen. So, und er verkauft weiter die Dinge. Ist dann danach am Essen. Alter, wir machen so viel Geld. Es ist so krass. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, diesen Bauernhof hier anzulegen. Geil. Trink mal dein Käffchen. Und dann holen wir das Kind aus dem Bett raus. Und dann musst du eh zur Arbeit. Oh, er muss pinkeln. Na egal, das kann er auf der Arbeit machen. So. Und das andere Kind, es schläft noch, aber es hat bald Hunger.
Oh. So, jetzt kann das Kind hier nämlich spielen. Es hat auch Hunger. Also beide Kinder haben gerade Hunger. Joa. Na gut. Dann geh mal zur Arbeit. Alter, das Geld kommt rein, Digga. Es ist so krass. Oha. Jetzt alles geerntet, alles verkauft. Wir haben 3300 Simoleons. Geil. Legacy Challenge durchgespielt. So. Jetzt iss mal deinen Salat und danach holst du bitte das Kind raus aus dem Bett. Oder beziehungsweise du spielst. Füttern. Im Hochstuhl Essen probieren. Nee, du kannst dir bitte jetzt erst eine Portion holen. Bitte nimm dir erst was zum Essen. Nimm dir was zu essen, bitte, und iss es dann auch. Und dann kannst du bitte dein Kind füttern. Füttern. Digga, er macht es einfach nicht. Er macht es einfach nicht. Er füttert das nicht. Probier bitte Eis. Fed up. Das heißt auf Deutsch, ich hab die Schnauze voll von dieser Kinderbetreuung. Aber mein Sim sieht immerhin gut aus. Und er hat gerade eine T-Pose gemacht. Wo ist denn das Kind? Ach Gott, das Kind hat sich schon wieder eingeschissen. Windeln wechseln, bitte. Wo kann ich Windeln wechseln? Da. Oh nein, was macht das Kind jetzt beim Müll? Nee. Du bekommst jetzt die Windeln gewechselt. Ich habe leider kein Wasser hier. Ich habe gerade mein Wasserglas nicht dabei. Oh Gott, jetzt fällt einfach eine Windel raus. Johnny Schwarz möchte. Na, siehst du nicht, dass ich gerade beschäftigt bin mit meinem scheiß Kind? Fütter ihn mit Haferflocken, bitte. Geh's holen. Nee. Ich habe jetzt schon so viel getrunken. Ich habe vorhin gerade einen eine Hopfenlimonade getrunken. Ach, schaut euch mal an, wie süß das ist. Die Kinderbetreuung. Es macht so viel Spaß. So süß. So süß, das kleine Kind. Okay. Es ist schon wieder müde. Das Kind ist schon wieder müde. Weil es so oft dasselbe Essen gefressen hat. Na geil. Bitte. Niklas rauslassen. Danach gehst du bitte das wegschmeißen und gehst aufs Klo. Und dann. Tobias schläft immer noch. Okay, passt. Von mir aus. Er braucht Spaß. Er braucht dringend Spaß. Wir brauchen irgendwas, das Spaß bringt. Wir brauchen irgendwas, das Spaß bringt. Irgendwas, das Spaß bringt. Bitteschön. Kannst Musik hören. Einschalten. Pop. Danach wird getanzt. Nee, jetzt hör auf rumzuheulen. Geh spielen. Geh bitte spielen. Geh bitte spielen. Ich muss meine Rechnung bezahlen. Das ist mein Strom abgestellt. Oh Gott, ich habe kein Geld. Wieso ist denn mein Briefkasten so weit hinten? Geh tanzen. Komm. Das Kind schreit erstmal. Das Kind wird bald aufstehen. Bitte aufwecken.
Das Kind muss jetzt aufgeweckt werden. Weck das Kind auf, hallo. Und bitte füttern. Füttern! Ja, ich fütter ihn doch jetzt. Bitte fütter ihn. Och, Digga, jetzt heult das andere Kind auch noch rum. Ja, jetzt komm, jetzt leg das Kind ins Bett. Bitte macht das unter euch aus. Hat er das Kind schon wieder in die Windeln geschissen? Es stinkt schon wieder. Und das Kind ist auf dem Boden eingeschlafen schon wieder. Oh Mann. Schlaf bitte. Bitte schlaf. Bitte schlaf einfach. Bitte schlaf einfach. Alter. Kinderbetreuung ist so ätzend. Wie viele Tage noch? Also, wie viele Tage noch? Immer noch 4. Ja, hör doch mal auf rumzuheulen. Geh einfach schlafen. Leg dich hin und schlaf. In die Haie gehen, da ist es doch. Geh schlafen. Und du machst in die Windel, bitte. So langsam weiß ich, warum ich auf keinen Fall Kinder möchte. Ich muss meine Kamera ein bisschen weiter runterstellen. So. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das, bitte? Na, jetzt ist das Kind schon wieder dreckig. Bitte, mach einfach das Kind jetzt sauber. Oh, jetzt schreit das Kind schon wieder rum. Geh doch in die Haie. Schlaf doch einfach. Du bist doch schon im Bett. Du dummes Stück Scheiße. Schlaf doch einfach. Oh. Kann ich irgendwie Kinderbetreuung anrufen? Wo ist denn Services? Haushalt. Rechnung bezahlen. Aber ich muss auch einen Service anrufen, weil das geht jetzt so nicht. Adoptionsagentur anrufen. Kinderbetreuung? Kindersitter-Service für 60 Simoleons plus 10 Simoleons die Stunde. Ja, komm. Es geht nicht anders. Ich bin mit meiner Aufgabe als Single Dad, als, naja, mit Zwillingen einfach überfordert. Ich bin einfach komplett überfordert, wie es aussieht. Die gute Kinderstube GmbH, danke für deinen Auftrag. Der Sitter kommt am Dienstag, heute, um 15:36 Uhr. Ja, geil. Bitte. Das Kind stinkt immer noch, obwohl es in die Windel gemacht hat. Hallo, ich bin Benjamin, der Kindersitter. Ich bin eine Koryphäe auf meinem Gebiet. Ich kann spielen, kochen und unterrichten. Ja, geil. Gut, dann kann ich jetzt endlich ein bisschen tanzen. So, du Kindersitter, jetzt machen wir was. Ich habe dich schließlich dafür bezahlt. Der Kindersitter macht einfach gar nichts. Jetzt macht der Kindersitter was.
Wow. Und unser lieber Husband wurde befördert. Na Wahnsinn. Na Wahnsinn. Tanzen. Hä? What the fuck is going on? Wer bist du? Outfit wechseln. Huch. Ups. Oh nein. Oh nein. Was wird er jetzt tun? Er badet das Kind. Was wird er jetzt tun? Oh Gott, er hat sich ausgezogen. Nein, er schläft jetzt auf dem Bauch. Er ist gerade nackt auf dem Boden zusammengebrochen und schläft jetzt auf der Straße. Auf der Straße. In der Öffentlichkeit. Nein, das gibt's doch nicht. Und er kommt rein und geht sofort ins Bett, hoffentlich. Geh schlafen, bitte. Bitte geh einfach schlafen. Der Kindersitter ist quasi auch eine Haushaltshilfe. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das begrüße ich. Bitte schlaft einfach. Ich glaube, ich muss echt die Kinderbetreuung jeden Tag rufen, weil das ist sonst echt kein Zustand. Jetzt schlafen alle Beteiligten. Das ist sehr schön. Und der Kindersitter, was macht der so schön? Ist der räumt die Wohnung auf. Na schön. Er ist sein Geld wert, auf jeden Fall. Na schön. Und er räumt auch die Teile weg. Sehr schön. Und ich brauche eine Mülltonne auf meinem Grundstück. Sonst kann ich den Müll nicht rauswerfen. Erstmal kommt der Briefkasten hier hin. Eine Mülltonne brauche ich. Ich glaube, sowas brauche ich mindestens. So. Geht der Kindersitter auch mal? Er kocht jetzt sogar Essen. Ja, wie cool. Also der ist sein Geld wirklich wert. Für 10 Simoleons pro Stunde kann man echt nicht meckern. So, was für ein aufregender Tag. Das Kind hat Hunger. Oh. Oh, und der Kindersitter ist sofort zur Stelle. Ich lieb's. Gib ihm Essen. Gib ihm Essen. Und der hat noch nicht so viel Hunger. Das ist okay. Gib ihm Essen. Ist das anstrengend. Noch 4 Tage. So, du kannst auch wieder ein bisschen spielen. Und du wirst jetzt auch gefüttert. Ach, herrlich. Also der Kinderbetreuer ist sein Geld wert, kann ich sehr empfehlen. 5 Sterne. Benjamin Rex. Naja, süß sind die beiden ja schon.
wenn sie nicht ständig in die Windeln scheißen würden und heulen würden und auf dem Boden einschlafen würden. Naja, es sind ja nur 4 Tage. Schon bis zur Arbeit? Ich glaube nicht. Du musst dir nämlich jetzt Elternzeit nehmen. Oha, der hat was richtig Geiles gekocht. Wahnsinn. Nico hat einen Tag Elternzeit. Ja, super. Es wurden $176 bezogen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Günstiger als geplant auf jeden Fall. Digga, hat das Kind schon wieder in die Windel gekackt? Uiuiui, ist das schwierig. Kannst du nicht mit deinem Kind spielen einfach? Also kennst du nicht mehr mit dem Spiel? Macht das keinen Spaß? Kuckuck spielen. Das muss doch helfen. Das muss dir doch Spaß bringen, mit deinem Kind zu spielen. Macht den Knuddeln keinen Spaß? Mit deinem Kind knuddeln? Verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, das macht Spaß. Tja, es macht keinen Spaß. Er hat keinen Spaß, mit seinem Kind zu interagieren. Er weiß nicht so recht, was er mit seinem Kind anfangen soll. Okay, dann geh halt tanzen. Und du gehst jetzt mal wieder was essen. Und danach kannst du mit deinem Kind spielen. Also erstmal die Windel da wegmachen. Igitt, ist ja ekelhaft. Dann kannst du mit deinem Kind, ja, weiß auch nicht. Smalltalk. Oh Gott, Lotterie, geil. Also dein Spaßbedürfnis füllt sich richtig langsam. Eieieiei. Lotto spielen. Was? Kauf am Computer oder Telefon ein Los, okay. Lotterielos kaufen. Lotterielos kaufen. Kann man jemand die scheiß Windel da wegräumen? Was war das gerade? Egal. Na, das Kind ist schon wieder müde und es hat schon wieder Hunger. Füttern. 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 Und ins Bett legen. Danach kannst du das andere Kind füttern. Digga, jetzt fütter dein Kind. Komm. Jetzt mach doch mal. Die stehen immer 3 Stunden rum und schauen das Kind an.
Fütter das Kind. Füttern und dann. Ja. Binde wechseln. Boah, es ist so schwierig, sich um Kinder zu kümmern. Und ab ins Bett. Leg ihn wieder ins Bett. Und räum auf. Nee, hör auf zu heulen. Geht's einfach in die Haie, bitte. Ach, Ash links möchte vorbeikommen. Ja klar, komm vorbei. So, das klappt doch ganz gut mit der Kinderbetreuung bisher. Boah, der Müll ist schon voll, Digga. Bring den Müll raus. Kann ich wieder was ernten und verkaufen? Boah, es ist schon wieder was zum Verkaufen. Geil. Geil, geil, geil. Du musst ernten. Keine Zeit, um zu reden. Geh ernten. Junge, geh ernten. Jetzt kommt wieder Geld rein. Ist das geil? Oh, cool. So. Du musst zur Arbeit. Dieses Arbeitskostüm ist so geil. Ja, das Kind, den Kindern geht es eigentlich gut soweit. Es hat schon wieder irgendein Kind in die Windeln gekackt, aber ist auch scheißegal. Denn Geldprobleme haben wir aktuell zum Glück nicht. Und das ist schön. Da wir aktuell mehr als genug Geld verdienen durch unsere haben die Kinder jetzt nur noch 3 Tage? Ja. Das waren schon die längst, das war der längste Tag meines Lebens. Boah, das Geld kommt rein. Wir sind jetzt richtig reich. Weil hier einfach alles wächst. Sehr gut. Sehr gut. Das Kind kann sich kein Lotterielos kaufen. Lol, Niklas ignoriert diese Tradition, weil er ein Säugling ist. Ja, wunderbar. Und das Kind ist wach. Gartenarbeit mag Nico sehr gerne, ja. Damit er Spaß dran hat. Der Sack. Das Geld kommt einfach rein, ey. Es ist geil.
Minerva Lazama. Marisha. Marisha. Corbelline. Enzanook. Kasana. Herbs. Mishi. Steve, Steve. Mirbanagush. Mirbanagush. Ja, das sage ich auch immer. Jetzt noch das da ernten, dann sind wir schon wieder fertig. Oh oh. Das Kind möchte aus der Gefangenschaft befreit werden. So, wir rufen jetzt nochmal einen Kinderbetreuer an. Weil ich so keinen Bock. Keine Zeit. So, die gute Kinderschule kommt. Und wieder ins Bett. Vom Hochsitz ins Bett. Und er ist schon wieder da, der Benjamin. Und du gehst jetzt schlafen. Nein, halt, du gehst noch nicht schlafen. Du gehst jetzt mal aufs Klo. Dann wirst du ein paar Reste essen und dann gehst du schlafen. Und er kocht schon wieder. Geil. Er kommt, er kocht, kümmert sich um die Kinder, räumt die Wohnung auf. Er ist ein richtig guter Babysitter. Und der hat schon mal gleich mal die Spüle kaputt gemacht. Geil. Die dürfen wir jetzt gleich reparieren. Kurze Frage. Johnny Schwarz und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich darauf einlassen? Ja, bitte. Jojojojo. Okay. Guys, wir haben 7000 Simoleons, das heißt, wir können unser Haus mal ordentlich upgraden und aufmöbeln. Und das machen wir jetzt auch. Also wir machen das jetzt auch, wir nutzen das Geld, das wir bekommen haben, um unser Haus ordentlich mal ein bisschen größer zu machen. Und dann war es das für heute auch. Er speichert jetzt gerade das Spiel, ich hoffe, er stürzt dabei nicht ab. Das Speichern dauert mir jetzt schon wieder ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Nee, ist es fertig, okay. Okay. Also ich finde das Haus an sich ganz hübsch, aber ich finde, es ist ein bisschen zu... Wie soll ich das sagen? Zu klein. Ja, zu klein. Euch sind die Kinder aus dem Bett geflitscht. Süß. Dann. Jetzt haben sie so ein mega großes Zimmer einfach. Hoch. Upp. So. Jetzt haben wir doch mal ein Haus, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist ein Haus, ja. Das ist jetzt immer sowas wie ein... Es ist immer noch so ein Bungalow-Style, aber es ist scheißegal. Es ist ein Haus und das war's. Und wir können jetzt auch mal so ein bisschen... entsprechend anders an die Sache rangehen.
Und vielleicht auch mal generell, also mal so ganz generell neue Räume anschließen. Also ich finde, das sollte man schon mal machen. Also wir haben jetzt ein sehr, sehr schön großes Zimmer und das passt auch alles. So. Und dann haben wir nämlich hier unseren Wohnbereich. Gut. Jetzt dekorieren wir mal die Küche ein bisschen. Das ist okay. Ich finde aber generell sollte man hier so eine, was ist denn das, eine Pfütze? Mach mal die Pfütze da weg, Schatz. Maus. Wie lange braucht er, um die Pfütze wegzumachen? Er wischt die Pfütze jetzt schon seit einer Stunde. Digga. Oh. Okay. So. Die Küche. Da möchte ich gerne eine neue Theke haben. Und zwar, ich möchte eine schöne, schöne Theke haben, die so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen rund ist. Das soll eine runde Sache sein bei mir. Aber nö, eigentlich nicht so ganz rund. Also nur so halbrund. Warum leckt das gerade? Weiß auch kein Mensch. Oh. Na wunderbar. Sieht richtig scheiße aus. Sieht richtig scheiße aus. Unglaublich. Nee, ich finde, es sieht nicht so scheiße aus. Es gibt auf jeden Fall schlimmer. Jetzt können wir uns endlich mal richtig fancy Stühle leisten, ey. So, tada. Ich finde diese Küche tatsächlich ziemlich, ja, ich würde schon sagen, fast schön. Sie ist fast schön. Nur die Schränke. Das passt irgendwie noch gar nicht. Also irgendwie muss da mehr kommen.
Oh. Ja, ich finde, es ist eine richtig schöne Küche jetzt. Das kann man voll gut machen. Und von den Farben her. Also hier erstmal das Licht. Das Licht muss noch besser, klar, logisch. So. Genau, Licht brauche ich in der Küche. Und dann brauchen wir noch ein paar Farben. Will ich eine blaue Küche weiter behalten oder will ich eine andere Farbe? Das ist auch eine Frage, die ich stellen muss. Ich könnte mir auch eine graue Küche, finde ich aber irgendwie traurig. Ich finde das Blau tatsächlich ganz süß. Es passt zu diesem Budget. Ja, eine schön blaue Küche. So, dann den Eingangs- oder den Wohnbereich. Da muss auch was Neues kommen, weil das schaut einfach nur beschissen aus. Der Wohnbereich wird nämlich so ein bisschen grau. Ja, warum nicht? Ein Fernseher, wollen wir uns einen Fernseher gönnen, Leute? Natürlich wollen wir uns einen Fernseher gönnen. Gar keine Frage, natürlich. Mit diesem Sperrholzmöbel, was ist das für ein, wie teuer ist der Fernseher? 1400? Okay, wir kaufen uns keinen Fernseher. Noch nicht. Dafür können wir ja mal das Bad upgraden. Ich meine, ich finde es cool, dass wir eine Badewanne haben. Aber Badewannen haben ein Problem. Sie sind langsam. Man sollte eigentlich immer auch als Alternative eine Dusche haben. Und ein Waschbecken wäre auch nicht schlecht. So eins da. Bezüglich Farbe, naja. Weiß nicht, ob ich die Farben in dem Bad so schön finde. Ich würde gerne mal was Schönes Neues wagen. So ein grünes Badezimmer. Warum nicht? Warum kein grünes Badezimmer? Alter, sieht das scheiße aus. Jetzt weiß ich, warum man sich kein grünes Badezimmer gönnt. Ah, egal. Egal. Wir ziehen es einfach mal durch. Wir machen jetzt ein schön grünes Badezimmer mit einem grünen Klo. Herrlich. In der grünen Dusche geht es auch? Nee. Leider nicht. Grüne Badewanne? Nee, geht auch nicht. Ein komplett falsches Grün. Wunderbar. Ein grünes Badezimmer. Wow. Design Award. Design Award. Und da ist das Geld auch schon fast wieder leer. Tja. Im Schlafzimmer könnte man eigentlich jetzt endlich auch mal anfangen und eine Art Büro einrichten. Also schon mal mit einem Büro anfangen.
Aber ein Computer ist halt auch immer noch sehr teuer. Deswegen gibt es aktuell nur einen Schreibtisch. So, und eine Staffelei kostet leider auch sehr viel Geld. Wir machen mal so einen Blumenbindertisch. Oder schon abgesoffen? Na, fix nicht. Nee, tatsächlich nicht. In Wien ja, aber in Linz geht's. So, eine Werkbank kann man sich gern machen. Ein Schreinertisch kostet extrem viel Geld, aber du kannst damit halt echt deine eigenen Möbel bauen. Das ist halt ein Vorteil. Ich würde sagen, das ist erstmal ausreichend. Jetzt stimmen die Fenster aber nicht mehr überein. Play Wiener, Blut bei Falco, RIP Falco by the way, ja. Rest in peace, Falco. You would have loved Falco. So. Jetzt können wir noch versuchen, ein bisschen Tisch hinten reinzubauen und dann haben wir es. Zäune meine ich, sorry. So einen schönen Ranch-Zaun. So einen holzfarbenen Ranch-Zaun. This ain't Texas. So ein Zaun ist aber auch doch echt teuer. Also so ein Zaun kostet halt auch gerne mal mega viel Geld, also 300 oder so. Das ist halt einfach viel zu viel Geld. Deswegen würde ich sagen, machen wir das erstmal nicht. Außer hier. Da gewinnen wir sogar Geld dazu, weil der Zaun billiger ist. Richtig gut. Das ist einfach so teuer. Nee, 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 nee. Das muss reichen. Wir speichern jetzt ab und tauen ab. Ich muss jetzt ins Bett und ich muss morgen arbeiten. Scheiße. Hassen wir. Lohnarbeit zum Kotzen. Speichern und verlassen. Und hoffentlich wird im nächsten Part der Tag kommen, wo unsere blöden Säuglinge zu Kleinkindern werden. Und Kleinkinder können auch ein bisschen mehr machen. Die können nämlich laufen lernen. Die können das Töpfchen bedienen. Ja.